herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich bin's wieder, eure Steffi. Und wie ihr schon seht, heute wird es frühlingshaft. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese schöne Frühlingsdeko selber machen könnt. Wenn ihr gespannt seid und mehr wissen wollt, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran und schaut mir zu. Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier verschiedenste Gefäße schon mal vorbereitet, einfach um euch das so ein bisschen zu zeigen. Solche Gefäße habe ich, einmal kleinere und einmal größere. Dann habe ich hier ein paar so Dekosteine, orangefarbene. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich finde, Orange passt ganz gut zum Frühling. Und ich habe hier ein paar bunte Bänder. Was ihr natürlich auch braucht, ist auf jeden Fall Erde. Dann braucht ihr noch verschiedene Pflanzen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Osterglocken oder eine Narzisse. Ja, also das könnt ihr machen, ihr wollt. Und zu guter Letzt noch etwas Wasser. Ja, ich sage gleich schon mal vorab, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt vor der Kamera ausprobiere. Ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ich habe nachher auch noch ein kleines Special, sage ich einfach mal so. Ich habe da was geschenkt bekommen von einer Freundin und das möchte ich einfach gemeinsam mit euch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, ihr könnt dann einfach auch in die Kommentare schreiben, ob es euch so gefallen hat, dass ich auch einfach mal was ausprobiere vor laufender Kamera und selber nicht weiß, wie es wird. Schaut es euch einfach an und sagt mir dann Bescheid, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt fangen wir auf jeden Fall mal an. So, hier habe ich mein Glas. Und als erstes brauche ich mal etwas Erde. Die fülle ich jetzt hier rein. Und wichtig ist dann immer, dass ihr so eine kleine Grube macht für die Zwiebeln bzw. für den Ballen, der dann nachher letztendlich da unten reinkommt. So, ich fange an mit den Osterglocken. Von der Größe her. So etwas festdrücken. Was gar nicht so leicht ist, ist es in diese kleine Öffnung hier reinzukriegen. Wie ihr seht, einiges geht daneben. Ist aber nicht so schlimm. Das kann man ja wieder putzen. Ja, die Erde ist jetzt drauf. Und jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen Wasser mit dazu. So. Und schau jetzt mal, ob ich hier ein paar Steinchen mit oben drauf geben kann. Weil ich finde, Gelb und Orange passt meiner Meinung nach auf jeden Fall gut zusammen. Upsala. Nicht so schlimm. Ja, und so würde jetzt mal das erste Glas aussehen. Ich finde es ganz süß. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Das stelle ich jetzt zur Seite. Ja, weiter geht's jetzt mit der Hyazinthe. Und zwar habe ich hier so eine. Die ist noch komplett geschlossen. Und später kommen wir dann noch zu meinem Special. Da sage ich euch dann mehr dazu, was das noch ist. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal ein Glas. Da werde ich nachher die Hyazinthe einpflanzen. Und ich habe jetzt gerade schon das Glas mit den Steinchen befüllt. Und hier finde ich es ganz süß. Da habe ich jetzt einfach so ein gelbes Band mit Punkten drumherum gemacht. Was halt ein bisschen der Nachteil ist,
Dadurch, dass das Glas so rutschig ist und das Band auch, weil das ein Satinband ist, rutscht es halt immer wieder so ein bisschen hoch und runter, während ihr das Glas noch transportiert. Aber wenn es einmal feststeht, dann bleibt es auch dort. Ja, genau. Also ich fülle jetzt wieder Erde rein in mein Glas. Die Wurzeln müssen natürlich mit rein. Und dann ist das Glas hier auch soweit schon fertig. Genau. Ja, wie gesagt, das ist meine Hyazinthe. Und jetzt kommen wir zu meinem Special. Ich habe hier zwei so, ja, ganz kleine Hyazinthen geschenkt bekommen. Und jetzt ist halt die Überlegung, was mache ich damit? Ich gebe jetzt mein Bestes und versuche, das hübsch zu dekorieren und gut einzupflanzen. Ja, das ist auf jeden Fall eine geöffnete Hyazinthe und die hier von vorher, die ist noch geschlossen. Ja, und jetzt werde ich einfach mal gucken, was ich da draus zaubern kann. Ich nehme mir jetzt so ein kleines Gläschen, fülle hier etwas Erde rein. So, und setze jetzt da die kleinen Freunde unten rein. So. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich hoffe, dass die das Ganze hier überleben. Ja, so sieht es jetzt mal aus. Und jetzt möchte ich noch die zwei Methoden mit dem Band und mit den Steinchen vermischen, also kombinieren. Deswegen nehme ich mir jetzt wieder ein paar Steinchen, gebe die hier oben drauf. Und dann mache ich da jetzt noch ein süßes Band drumherum. Dazu ziehe ich jetzt aber meine Handschuhe aus, weil sonst habe ich gar kein Gefühl in den Händen. Ja, wie schon gesagt, das mit dem Band ist tatsächlich so mit das Schwierigste. Aber ich krieg das hin. So sieht die Mischung dann letztendlich aus, also Band und Steinchen. Wir werden sehen, was damit passiert. Ich bin einfach mal gespannt und warte ab. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich habe euch jetzt die drei Variationen gezeigt, die ihr machen könnt. Ganz einfach, das geht ratzfatz, ruckizucki. Und ja, sieht einfach total nett aus. Gerade für den Frühling jetzt, wenn der dann letztendlich mal so richtig durchstartet und es dann so warm bleibt und die Sonne draußen weiterhin so schön scheint, hoffentlich. Ja, ihr könnt euch den Frühling einfach ein bisschen reinholen und euch drin ein bisschen verschönern, ein bisschen bunt machen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Mich hat es wieder gefreut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit inspirieren, euch ein bisschen Farbe reinzuholen in die Wohnung. Und macht's auf jeden Fall gut. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Lasst uns gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Steffi. Bleibt gesund. Ciao.